Willkommen bei der 39. Schülerstaatsmeisterschaft der rhythmischen Gymnastik aus dem Ländle in Götzis. Österreichische Spitzenklasse in der rhythmischen Gymnastik war also zu Gast in Vorarlberg. Insgesamt 68 Zukunftshoffnungen im Alter zwischen 9 und 12 Jahren duellierten sich in der Götzner Hauptschulturnhalle um die Titel. Die rhythmische Gymnastik wird immer mit Handgeräten, also Seil, Reifen, Ball, Keulen und Band und mit Musikbegleitung ausgeübt. In kaum einer anderen Sportart haben die Aktiven die Möglichkeit, ihre Persönlichkeit so zu entfalten und zum Ausdruck zu bringen. Bewertet werden die Vorführungen von den strengen Augen der Juroren. Ihnen entgeht nicht das kleinste Detail und dementsprechend hart werden die verschiedenen Aufführungen dann auch bewertet. Am meisten konnte Noelle Breuß die Jury überzeugen. Die Athletin der TS Rötis gewann nicht weniger als 6 österreichische Schülermeisterinnen-Titel. Sie siegte im U13-Mehrkampf mit allen 4 Geräten und war Mitglied des siegreichen Vorarlberger Teams. Es ist sehr toll, wenn es hier in Götzis ist, dann kann man auch allen zeigen, was man kann. Ja, ich bin stolz darauf, dass ich den ersten Platz geschafft habe. Den Heimvorteil genutzt haben auch Cheyenne Egle und Angela Marchetti. Also ich finde das sehr speziell, also vor allem, weil es in Götzis stattfindet, in Vorarlberg, also zu Hause und nicht die lange Fahrt. Und das ist bequemer und feiner für uns. Ja, es ist ganz spannend und es ist aufregend und ja, besonders mit dabei zu sein. Ich bin eigentlich nicht wirklich aufgeregt, also eine gewisse Nervosität ist immer da, aber nach einer Weile gewöhnt man sich daran. Großes Vorbild Salamädchen in Götzis ist Österreichs unumstrittene Nummer 1, Caroline Weber. Die Dornbirnerin ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, bei den Wettkämpfen in Götzis vorbeizuschauen. Ja, ich habe natürlich selber auch da mit und wo ich kleines Mädchen war. Und natürlich ist das wichtig. Und es ist schon wichtig, dass die Leute zuschauen kommen. Und mich interessiert das sehr. Ich möchte auch wissen, was kommt als nächstes? Wo ist der Nachwuchs? Wie steht er? Und ja, mich freut es einfach, wenn man sieht, wie viele kleine Mädchen wir haben und die dann Sport ausüben und dann auch Spaß macht. Für Nachwuchs ist also auf alle Fälle gesorgt und um bei den Wettkämpfen dabei zu sein, wurden auch lange Anreisewege in Kauf genommen. Anna-Theresa Trabelsi aus Korneuburg in Niederösterreich war ebenso in Götzis mit dabei wie Julia Harlander, die extra aus Graz angereist war. Es macht mir mal erstens Spaß und auch wenn man jetzt zum Beispiel, wenn das Wetter schön ist, kann man sich ja auch ein paar Sehenswürdigkeiten zum Beispiel ansehen. Und ja, man lernt auch verschiedene Leute kennen oder die anderen Turnerinnen, ja. Also mir macht es sehr viel Spaß, irgendwo anders hinzufahren, auch wenn es lange Reisen sind. Und es ist einfach lustig mit Freunden, also irgendwo hinzufahren. Man hat auch Spaß dabei. Die Koordination von sportlicher Höchstleistung, ästhetischer Bewegung, Zeit- und Raumgefühl und gestalterischem Können steht bei der rhythmischen Gymnastik im Mittelpunkt. Diese Eigenschaften wurden auch von Katharina Platzer und Alina Wiener bestens umgesetzt. Beide Ländle-Athletinnen schafften es aufs Podest. Also ich bin heute Zweite geworden und es ist mir eine große Freude, so einen guten Platz zu erreicht haben. Ja, also es ist toll, dass es hier in Vorarlberg ist und ja, dass man also vor vielen Leuten etwas vorzeigen kann und ja, mit Geräten, ja. So viele Erfolge schafften natürlich eine gute Stimmung in der Halle. Voller Stolz blickte deshalb auch Sportlandesrat Sigi Stemer auf den Wettkampf, aber auch auf die vergangenen Jahre der Aufbauarbeit zurück. Ja, es ist einfach toll, was hier geleistet wurde in den letzten Jahren. Die Caroline Weber ist natürlich unser Aushängeschild und zwar nicht nur Vorarlberg, sondern österreichweit. Und was das Schöne ist, nach der Caroline Weber entwickeln sich jetzt wieder tolle Nachwuchstalente. Ich möchte an der Stelle sagen, das ist von vielen ein Verdienst, aber in erster Linie auch von Annelies Marchetti, die seit vielen Jahren so ein großes Engagement an den Tag legt, allen Trainern, allen Übungsleiterinnen und Übungsleitern. Und dass die Caroline Weber so tolle Nachfolgerinnen hat, das ist schon schön. Und die Nachhaltigkeit ist ja unheimlich wichtig, dass es weitergeht. Nicht nur momentane Highlights ein paar Jahre und dann ist wieder eine Pause, sondern dass hier eine hohe Kontinuität gewahrt bleibt.
Weiter geht es auf alle Fälle, dies wurde bei den Wettkämpfen in Götzis mehr als deutlich. Die Preise für die besten Gymnastinnen wurden vom Hausherr der Marktgemeinde, Bürgermeister Werner Huber, persönlich überreicht. Ja, unsere Schülerinnen haben hervorragend abgeschnitten. Darüber freue ich mich natürlich als Lokalmatador sehr. Bin sehr froh darüber, dass natürlich auch uns die ein oder anderen Folge gelingen. Aber ich glaube, insgesamt bieten die Schülerinnen super Leistungen. Wenn man sich das anschaut, dann muss man messen, welche Leistung an Energie dahinter steckt, welche Ausdauer im Training das braucht. Also man kann allen nur gratulieren. Soweit also der Bürgermeister. Ein Dank gebührt zudem auch allen Sponsoren. Allen voran der Sparkasse Feldkirch, Zweigstelle Götzis, der Raiffeisenbank Götzis, Brigitte Vögel, Landesprodukte Obst und Gemüse in Götzis, Pfanner Fruchtsäfte und Gerd Schwendinger. Alle Infos zum Wettkampf finden Sie im Internet unter www.oeft.at. Schön, dass Sie mit dabei waren bei der Schülerstaatsmeisterschaften der rhythmischen Gymnastik in Götzis. Tschüss!